Auf der Kinderstation empfängt Schwester Amelia die besorgten Eltern Marco und Petra. Der Maurer und die Zugbegleiterin hatten die besorgniserregende Nachricht erhalten, dass ihre Tochter Mira in der Klinik ist. Dr. Shirin Saban versucht zu beruhigen. Hallo, die Eltern von der Mira sind da. Ah ja, okay. Bitte schön. Ja, setz. Guten Tag. Ich heiße Saban, ich bin Stationsärztin. Hallo, guten Tag. Ist denn alles in Ordnung mit unserer Tochter? Ja, ihre Tochter ist hier eingeliefert worden, weil sie einen Kreislaufkollaps hat. Die ist in der Schule kollabiert. Und dann ist sie leider gestürzt und hat sich eine Kopfplatzwunde, die genäht werden musste, zugezogen. Und sie hat wohl eine leichte Gehirnerschütterung. Die ist aber jetzt im Moment stabil. Also das ist jetzt nicht so dramatisch, aber natürlich, klar verstehe ich, dass Sie sich jetzt sehr Sorgen machen. Wie kann sowas passieren? Das wissen wir noch nicht genau. Was ein bisschen auffällig war, dass sie einen niedrigen Blutzuckerspiegel hatte. Aber ansonsten war erstmal alles gut. Grundsätzlich sind Kreislaufstörungen im Jugendalter, vor allem in der Pubertät, jetzt nichts Seltenes. Durch hormonelle Einflüsse, auch das rasche Wachstum, kann es dann mal schnell zum Absacken von Blut in die Beine kommen. Und dann wird den Patienten schwindelig. Was uns aber hier eher auch noch Sorgen gemacht hat, war der niedrige Blutzuckerspiegel, der bei Aufnahme gemessen wurde. Schau mal, wen ich mitgebracht habe. Alles gut. Ist alles in Ordnung mit dir? Mein Handy ist einfach kaputt. Soll ich es mitnehmen? Ich kann es reparieren lassen. Nein, das passt schon nicht. Deswegen ist alles in Ordnung mit dir? Ja, es ist alles gut. Ja, schau mal, du hast ja nächste Woche eine ganz wichtige Mathearbeit. Wenn du hier schon im Krankenhaus liegst, dann kannst du auch die Zeit nutzen, um dafür zu lernen. Papa, ist es dein Ernst? Du weißt, wie schlecht es um dich steht in der Schule. Das ist ganz wichtig. Du bringst hier Mathebücher mit? Die Tatsache, dass der Vater Mathebücher in die Klinik mitbrachte, fanden wir schon grenzwertig. Sie hatte schließlich eine Gehirnerschütterung erlitten. Und das zeigte eigentlich, wie sehr doch das Mädchen unter Druck war aufgrund ihrer schlechten Schulleistung. Und das kann auch die Kinder einfach noch mal zusätzlich belasten. Sie kommen jetzt direkt von der Arbeit? Mhm. Direkt drüber gekommen, ja. Ja, das war ein Schreck, so früh am Morgen. Ja, ich war zu Hause. Meine Frau hat mich direkt angerufen. Und dann bin ich auch gleich hierher gekommen. Mhm. Ich muss mal kurz auf die Toilette. Alles gut? Ja. Handy. Was hat sie denn? Ja, das ist so ein bisschen komisch. Isst sie denn genug normalerweise? Ist sie eine gute Esserin oder? Nee, eine gute Esserin eigentlich nicht. Eher eine schlechte Esserin. Ja. Aber ich war auch eine schlechte Esserin früher. Aber ist es normal, dass sie immer so viel trinkt, wenn sie isst? Ja, also ich hab's jetzt nicht so im Blick, weil wir essen, seit sie voll arbeiten muss, essen wir nicht mehr so zusammen. Ja. Und ich auch nicht, wenn ich zu Hause bin, sie isst für sich selbst. Aber mir ist schon aufgefallen, dass wenn sie was isst, dass sie dann sehr viel trinkt. Mhm. Ja gut, und dann muss man da auch auf Toilette, ne? Das mögliche Vorliegen einer Essstörung anzusprechen bei den Eltern ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Der Betroffene selber oder die Betroffene merkt es meistens nicht, streitet es auch ab, auch für die Angehörigen ist es eine sehr starke Belastung, weil es sich ja um eine psychische Erkrankung handelt. Und da muss man sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl haben. Weil das, also ich finde es schon auffällig. Okay. Mira? Mira? Mira, alles okay? Ja. Ist alles okay? Sollen wir rein? Warte mal einen Moment. Ja, das kann ja auch. Alles gut, das kann ja sein. Ne? Die hat ja eine Gehirnerschütterung. Geht's wieder? Geht's wieder, du Arme? Komm, leg dich einen Moment mal hin. Mira hat ja nach der Nahrungsaufnahme eigentlich relativ schnell erbrochen. Das kann natürlich im Rahmen einer Essstörung vorkommen, aber es hätte auch natürlich auch ein Hinweis auf die bestehende Gehirnerschütterung sein können. Also das konnte ich in dem Moment eigentlich gar nicht differenzieren. Also von daher kann ich auch die Diagnose der Essstörung jetzt nicht unbedingt damit untermauern. Ich denke, Sie gehen jetzt mal zu Ihrem Reha-Termin. Sie machen das jetzt mal. Die sind ja hier, wir kümmern uns um Ihr Kind. Ja, aber trotzdem, ich finde es, also das macht mir schon Sorgen. Sie ist ja auch sehr, sehr schlank. Dann hat sie diesen sehr niedrigen Blutzuckerspiegel gehabt. Sie isst kaum was, sie trinkt sehr viel. Sie rennt auf Toilette, spuckt dann. Jetzt kann sein von der Gehirnerschütterung, aber kann natürlich auch wirklich Symptom einer Essstörung sein. Also da mache ich mir schon Sorgen. Das ist in der Zeitung gelesen. Ja, ein böses Wort, aber so ein bisschen auffällig. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie das hat. Psychiatrische Grunderkrankung. Wir wissen es nicht. Oh nein, aber nicht meine Tochter. Aber wie gesagt, ich meine, sie hat Stress in der Schule. Sonst irgendwas, was
ist irgendwas, was sie total unter Druck setzen kann. Weil dann entwickeln die mal so etwas, wenn es auch vorher normal war. Das ist nicht ungewöhnlich, so ein 14-jähriges Mädchen. Also, seit mein Mann diesen wirklich schweren Bandscheibenunfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten in seinem herkömmlichen Beruf und muss jetzt zur Reha, berufliche Reha. Mhm. Das gefällt ihm nicht so gut. Mhm. Und ich musste dann halt meine Stelle aufstocken und arbeite jetzt Vollzeit und Schichtdienst. Okay. Und ich war halt immer zu Hause, so lange Mira denken kann. Also für Erziehung, Hausaufgaben, Spielen, für Gespräche. Und das muss dann jetzt mein Mann machen irgendwie. Was soll ich denn machen? Sie haben quasi die Rollen getauscht jetzt. Ja. Aber er bringt die Mathebücher mit. Also dann übt er dann schon auch Druck auf. Das kann sein, dass sie das maximal stresst. Na, wenn dann hat Mira mir nichts davon gesagt mehr. Und es wäre aber schlimm für mich, wenn sie kein Vertrauen mehr hat zu mir. Oder zu uns. Gut, nicht mehr. Wir schauen mal. Jetzt ist sie doch erstmal da. Das ist ja vielleicht auch mal eine gute Gelegenheit, sich zu kümmern. Sie sind jetzt auch da. Ich denke, sie gehen auch gleich noch mal zu ihrem Kind. Ja. Nutzen sie Zeit, die sie jetzt miteinander haben. Die 41-jährige Mutter könnte sich nicht verzeihen, wenn ihr Kind wegen der neuen Situation in eine Essstörung gerutscht sein sollte. Kurz darauf denkt hingegen Schwester Amelia, dass sie ihren Augen nicht mehr trauen kann. Vielleicht rufen wir dich einfach mal an. Ja, aber ich hab's auf lautlos gestellt. Wir sind ja auf gar nichts. Hast du vielleicht mein Handy gesehen? Das ist verschwunden. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das im Schwesternzimmer auf dem Tisch hab liegen lassen. Lass mal überlegen. Ich fand es ein bisschen merkwürdig. Die Miri hier aus dem Zimmer nebenan, die lief vorhin mal hier vorne mit dem Handy und hat da ganz merkwürdig drauf rumgehauen. Ja, aber das ist ja komisch, weil ihr ist ja kaputt. Das ist ja beim Sturz kaputt gegangen. Ja, also ich fand sowieso ziemlich komisch, wie sie mit dem Handy umgegangen ist. Wie sah denn das aus? Das war ein großes Smartphone. Das war so, glaube ich, silberweiß oder so. Das ist mein Handy. Echt? Warum nimmt die denn mein Handy? Also ich fand sowieso schon merkwürdig. Also. Sehr komisch. Ja. Aber der will ich mal einen erzählen. Mira? Was hast du da gerade unterm Kissen getan? Mira? Nichts. Nichts kann nicht sein. Wir sind gerade hier reingekommen und du hast da was unter das Kissen getan. Magst du uns das zeigen? Das ist mein Handy. Mensch, Mira, du kannst doch nicht einfach irgendwelche Handys nehmen. Das ist Diebstahl. Ich war schon sehr wütend auf die Mira, dass sie sich mein Handy genommen hat. Ich habe wirklich alles abgesucht, konnte mein Handy nicht finden. Und sowas macht man halt nicht. Und dementsprechend konnte sie sich was von mir anhören. Das kann man nicht machen. Tut mir leid. Ist okay. Wen wolltest du denn eine SMS schreiben? Ich wollte meinem Freund schreiben, weil wir uns heute Abend treffen wollten. Und wenn ich ihm jetzt nicht schreibe, dann macht er vielleicht Schluss. Ja, aber warum sagst du deinen Eltern denn nicht Bescheid, dass sie ihn informieren? Das würden die doch machen. Ja, die wissen nicht, dass ich einen Freund habe. Okay. Und warum wissen die das nicht? Ja, das interessiert die doch sowieso nicht. Mein Vater, der interessiert sich nur für meine Schulnoten. Und er sagt, ich darf keinen Freund haben, solange sich meine Schulnoten nicht bessern. Und meine Mutter ist sowieso nie zu Hause. Und deshalb die Aktion mit aber dem Handy. Aber ich glaube, die interessieren sich sehr für dich. Die waren total aufgelöst vorhin. Das ist... Ich glaube, ich rede auch noch mal mit ihnen. Ja. Guck mal, du hast überhaupt nichts gegessen, fällt mir jetzt auf. Gar nichts, ne? So wie vorhin. Genau. Null. Ja. Hast du keinen Hunger? Doch, eigentlich schon, aber ich habe totale Schmerzen, wenn ich was esse im Hals. Okay, das hast du noch gar nicht gesagt. Nee. Und wo hast du die Schmerzen? Im Hals oder ein bisschen weiter unten? Wo tut sie denn da weh? Nee, wenn ich was schlucke. Ja. Aber das ist auch schon was länger, aber ich wollte es meinen Eltern halt nicht sagen. Sie interessiert das ja sowieso nicht. Aber das ist eine wichtige Information, die du da gibst, weil das wussten wir alles jetzt nicht. Und das erklärt auch so ein bisschen vielleicht, warum du da... Dein Blutzuckerspiegel, warum du zusammengebrochen so bist auch. Genau. Trinkst du deswegen so viel Wasser? Rutscht es dann besser? Ja. Oder was machst du? Weil das fällt uns auch auf, dass du so viel trinkst. Ja. Das geht dann besser. Ja. Und musstest du auch mal wie vorhin abbrechen? Schon vorher? Ja, schon. Das ist schon was länger, so seit circa einem Jahr. Aber okay. So lange? Ja. Wir müssen gucken, was los ist. Es kann sein, dass du so ein Zurückschwappen von Magensäure hast in die Speiseröhre. Und das macht auch starke Beschwerden. Und das entzündet auch die Speiseröhre. Und da kann man natürlich auch dir helfen. Hochschwappen der Magensäure oder eben auch ein
nennt das Reflux medizinisch, kann auch bei Kindern vorkommen, wenn starker Stress besteht. Das gibt es nicht nur bei Erwachsenen, man sagt ja auch, etwas schlägt einem auf den Magen und das ist tatsächlich so. Guck mal, dann rufe ich jetzt mal deine Eltern an und bitte die um die Einwilligung für die Untersuchung. Und ich verspreche dir, ich sag nichts von deinem Freund. Okay? Ja, du Armut, ne? Gut. Okay, Mira, hast du denn die Nummer von deinem Freund? Nee, das ist ja das Problem. Deswegen wollte ich ja meine SIM-Karte in das Handy tun, damit ich ihn erreichen kann. Gut, weißt du was? Dann machen wir das jetzt auch. Nachdem ich die Geschichte von der Mira gehört habe, warum sie mein Handy genommen hat, war ich da schon verständnisvoll ihr gegenüber. Ich kann sie natürlich verstehen. Der Vater war gegen einen Freund. Sie wollte ihn unbedingt benachrichtigen und da habe ich ihr auch geholfen. Währenddessen informiert Dr. Saban Miras Eltern wegen der anstehenden Magenuntersuchung. Auch wenn die Schülerin es aktuell nicht glaubt, lieben die Eltern ihre Tochter über alles und sind bestürzt, dass sie ihre Probleme nicht bemerkt haben. Ich verstehe das nicht. Wenn sie doch schon so lange hat, diese Schluckbeschwerden, warum hat sie uns dann nie was gesagt? Also ich habe ja gestern ein längeres Gespräch dann mit ihr gehabt und sie hat im Moment das Gefühl, dass sie sich nicht so sehr für sie interessieren, dass sie da so ein bisschen hinten runterfällt. Kann ich auch nicht verstehen. Ja, das glaube ich Ihnen gern, aber sie hat das Gefühl. Und, meine Tochter ist für mich das Wichtigste. Das ist richtig. Aber kann es sein, dass Sie so ein bisschen viel Druck aufbauen im Moment wegen der Matheleistung? Ja gut, sie hat in der Schule einfach nachgelassen und ich möchte einfach, dass das ihr was wird und dass sie auch später mal alle Chancen hat, wenn sie mal studieren möchte oder so. Ja. Dafür braucht sie gute Noten. Und dann muss ich auch zugeben, ja, es ist meine erste 14-jährige Tochter. Mit der Erziehung klappt das nicht immer so, jetzt in der Pubertät. Ja, auch ich sammelte Erfahrung und... Trotzdem, das ist für sie ein Riesenstress und auch das kann mal so einen Reflux auslösen. Für Kinder ist wie auch für Erwachsene ein entspanntes, gesundes Umfeld sehr, sehr wichtig. Sie können, wenn es sehr viel Stress gibt, auch psychosomatische Erkrankungen entwickeln. Und im Fall von Mira waren ja sehr, sehr viele Probleme in der Familie vorhanden, die Stress auslösen. Bevor wir jetzt zu ihr gehen, da müsste ich Ihnen noch mal was sagen. Was denn? Sie ist im Moment nicht ganz allein. Nicht allein? Also warum? Ja. Leute, wir brauchen Hilfe. Mira hat irgendwas. Sie wirkt die ganze Zeit. Tommy, kannst du mal kurz kommen? Mira? Was ist denn los? Was hat sie denn? Hat sie gesteckt, Mann. Kriegst du denn noch Luft? Schatz. Kriegst du überhaupt noch Luft? Sie hatte von dem Brötchen, ne? Als Mira ein Stück Brötchen aß, ist ihr das in der Speiseröhre stecken geblieben. Und sie konnte nicht weiter schlucken. Das war sehr beunruhigend für sie. Sie hatte das Gefühl zu ersticken. Das hätte auch durchaus vorkommen können. Ich habe sie untersucht und sie war relativ stabil. Und damit es aber nicht zum weiteren Anschwellen kommt und Atemnot, haben wir dann notfallmäßig eine Endoskopie durchgeführt. Ich bin Simon, der Freund von Mira. Hallo. Der Freund von Mira? Warum? Was ist denn ein Freund? Warum wissen wir dann davon nichts? Das könnte unter Umständen daran liegen, dass gerade Sie ihr relativ viel Druck gemacht haben wegen der 5 in Mathe, dass sie halt einfach Angst hat zuzugeben, dass sie den Freund hat, weil sie es ihr verboten. Wegen dem Spruch. Ach Mann, das tut mir leid. Ja, sie hat dann 5 nach Hause mitgebracht. Dann habe ich gesagt, sie soll sich erst mal um Schule kümmern, statt um Jungs. Und habe ihr verboten, einen Freund zu haben. Oh Mann, das tut mir jetzt auch wirklich leid. Ja, aber Sie müssen sie halt auch verstehen, weil dadurch, dass Sie jetzt die Umschulung machen, Sie verstehen wahrscheinlich nicht so ganz so, was ein 14-jähriges Mädchen halt so in ihrem Alter halt... Jetzt fand ich euch schon ziemlich gut zu kennen, stelle ich gerade fest. Ja, wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt. Oh Mann, das tut mir jetzt leid. Ja, aber das mit dem Lernen ist kein Problem. Ich bin ein relativ guter Schüler an Mathe. Ich kann ihr helfen. Das ist kein Thema. Schauen wir mal, okay. Ja. Vielleicht setzen Sie sich am besten einfach mal vorne in die Ecke. Mhm. Dann können Sie sich einmal in Ruhe unterhalten und sich auch mal besser kennenlernen. Und dann sind Sie auch erst mal ein bisschen abgelenkt. Und dann warten wir, bis sie gleich wieder oben ist. Und dann wird wieder alles. Aufgrund der ganzen Situation hat der Vater dann doch auch eingesehen, dass es nicht daran liegt, dass sie einen Freund hat mit den schulischen Leistungen, dass er im Endeffekt sogar noch hilfreich sein kann, weil er sogar ein guter Schüler ist. Und ich fand es sehr schön zu sehen, dass sie sich dann doch anfing, so anzunähern und sich doch gut zu verstehen. Ja, also sie ist ja zurück von der Untersuchung und man konnte das problemlos entfernen, so ein Stückchen Brötchen. Und wir haben dann auch noch eine komplette Magenspiegelung durchgeführt und auch die Speiseröhre angeguckt. Und
Da hat man gesehen, dass die Speiseröhre an einer bestimmten Stelle ziemlich zugeschwollen war. Und deswegen ist auch das Speisestück stecken geblieben. Hast du mal wieder was getrunken? Ein bisschen, ja. Das ging jetzt. Tat's noch weh oder war das jetzt besser? Es war besser, es geht eigentlich. Okay. Und eine Refluxkrankheit hat sie nicht. Also Magensäure ist nicht das Problem. Aber sie hat wahrscheinlich was ganz Seltenes. Sie hat eine eosinophile Ösophagitis, also eine chronische allergieähnliche Erkrankung der Speiseröhre. Bei Mira besteht eine eosinophile Ösophagitis. Dabei kommt es durch genetische Faktoren, Umwelteinflüsse und aber auch Nahrungsmittel zu einem Anschwellen der Speiseröhre. Die Erkrankung ist meistens durch Nahrungsmittel ausgelöst, auf die Menschen allergisch reagieren. Was jetzt bei ihr das Problem war, muss man noch rausfinden. Und meistens ist das eben die typischen Auslöser: Weizen, Eier, Nüsse, Meeresfrüchte oder auch Soja. Und Schatz, es tut mir leid, dass ich dich so unter Druck gesetzt habe wegen der Schule. Es tut mir wirklich leid. Ja, ja, ist okay. Und es war nicht so gemeint, dass wir keinen Freund haben. Wir freuen uns für dich, dass du diesen netten jungen Mann hier hast. Ja, ja. Das ist schön. Ja, das ist sehr schön. Willkommen in der Familie. Und er kann dir bestimmt noch viel besser Mathe beibringen als ich. Er ist viel näher dran am Stoff. Miras Eltern achten nun mehr auf die Bedürfnisse ihrer Tochter. Mithilfe ihres Freundes Simon konnte die 14-Jährige ihre Mathe-Noten inzwischen deutlich verbessern. Dank Medikamenten und einer speziellen Ernährung hat Mira die Entzündung ihrer Speiseröhre mittlerweile gut im Griff.